Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Scum mit Voucher und mit Böble. Schön, dass ihr da seid. Böble hat im Auto übernachtet, ist bereit und startklar für den heutigen Tag. Wir werden heute einen kleinen Ausflug machen. Ich habe gesagt, ein bisschen was für den Kühlschrank holen. Ein nostalgischer Stopp liegt ebenfalls noch drin. Da werden wir auch tanken und danach geht es zum Händler. Das Auto lackieren, das Auto aufwerten. Und wenn ein Lootjob runterkommt unterwegs, nehmen wir den selbstverständlich mit. Ich meine, Leute, wir haben Knete, wir sind geil und unser Auto ist sexy. Was willst du mehr? Ich würde sagen, alles zumachen und Abfahrt. Jetzt holen wir uns als allererstes, und das wird eine Rein-Raus-Aktion, da werden wir uns nicht lange aufhalten, einmal eine Täschle voll Käse für unseren Kühlschrank, und weil der Bömbi unheimlich gerne Käse frisst. Und ich muss nämlich eh darüber zu diesem Händler willig. Das ist der nostalgische Spot. Hier haben wir mal gewohnt, wenn es sich jemand noch erinnert. Da haben wir mal gewohnt. Jetzt ist die Frage, ob wir übers Flugfeld fahren, Leute. Ich überlege gerade, ob ich... Ja, aber wir müssen ja das Risiko nicht eingehen, dass ich das Auto jetzt schrotte, ne? Wir fahren aber in die Richtung. Bömbi, ist hier kalt. Aber kein Problem, es geht Richtung Süden, mein Freund. Ey, freue ich mich heute auf den Ausflug mit Böckle. Oh, tanken müssen wir so... Oh, okay, Bömbi, der hat ein ganz anderes Fahrverhalten wie das, was wir bisher gewohnt sind. Aber ist das ein geiles Auto? Leute! Ich freue mich halt voll auf den Ausflug. Ich weiß nur gerade nicht, wo ich bin. Gut, vom Sprit her denke ich mal, kommen wir hin. Die Käserei war hier. Dann fahren wir jetzt darüber. Dann fahre ich nach Norden, die lange Straße. Beziehungsweise nach Süden, nicht nach Norden. War die nicht gerade hier? Ja, ich würde sagen, ich mache auf jeden Fall eine kleine Blende. Weil die Strecke, die kennen wir ja. Ich meine, die jetzt persönlich hier nicht. Die nicht. Aber wir fahren noch gemeinsam durch, bis ich am Weg bin. Ist das ein gutes Böckle? Das macht voll Laune. Es fährt, glaube ich, nicht ganz so schnell. Aber durch das, dass es so klein ist, hast du das Gefühl, das ist das schnellste Auto in deinem Fuhrpark. Bömbi. Ja gut, die Strecke, die ich meine, die liegt halt viel weiter da drüben, ne? Ich überlege schon, ob man... Ja, wir wollen den ja heute auf jeden Fall lackieren, ne? Wenn noch ein Lootjob runterkäme, wäre es geil, dann haben wir noch ein bisschen mehr Geld. Wobei die Verstärkungen von der Leica, glaube ich, die billigsten waren, die wir bisher gekauft haben. Spatzel? Ist nicht so geil gerade, ne? Ich habe das gerade nicht so im Gefühl gehabt. Und hey, vielleicht können wir heute auch noch reparieren. Wo kommt denn dieser scheiß Weg, sag mal? Da drüben sehe ich ihn. Hier. Sobald wir auf dem Weg sind, kommt die Blende zur Käserei, Leute. Ja, wir machen uns die Tasche voll mit Käse, aber wenn wir daheim sind, kann ich sie in den Kühlschrank packen. Da ist immer zwischendrin, weißt du, den guten Käse, wenn wir looten. Der ist nämlich ziemlich gut im Magen auch. So, jupp, auf geht's. Hallöchen, da seid ihr ja wieder. Wir machen gerade eine kleine Pause, der Bömble und ich. Wir stehen hier und wir werden jetzt gleich hier runterfetzen zur Käserei. Rein-Raus-Aktion. Wir sind super schwer am Fachsimpeln, wie wir das Auto lackieren wollen. Im Moment haben wir uns geeinigt, dass wir es ein bisschen heller haben möchten wie die anderen zwei Autos. Also es kommt weiß rein, ein helles Grau. Dann hätte ich gerne dieses Pink, wo wir den Rager mal gemacht haben am Anfang. Und dazu dieses knallige Grün. Wir brauchen nur noch ein Muster, aber da muss ich erst nochmal gucken. So, Bömbi, steig ein, auf geht's zur Käserei. Er will abkürzen, hat er gesagt. Ist das eine gute Idee? Da ist halt viel Wald, Bömbi. Nee, komm, zieh durch, fahr oben auf dem Weg. Wir müssen gemeinsam fahren, Leute. Das Auto, das macht mehr Laune als alles andere. Das ist so ein cooles Böckle. Mir ist ein bisschen kalt. Ich habe ihm jetzt auch schon mal seine Hose angezogen. Das war so ein ganz kleines bisschen. Bömbi? Nee, läuft, läuft. Ich bin so happy, dass wir das Böckle geholt haben. Das ist das schönste Moment seit einer Weile. Und ein bisschen auch eine Belohnung für diese Strapazen, als wir diesen Strahlenschutzanzug geholt haben. Also wir gehen nur runter, machen diese eine Halle. Ich würde sagen, so eine Reihe Käse, eine Rucksackreihe Käse, das reicht. Und von da aus zischen wir dann rüber. Ich überlege gerade, wie wir dann fahren. Ein bisschen an der Küste hätte ich schon Bock, aber da ist nicht direkt ein Weg zur Küste. Tanken tun wir dann auf dem Flugfeld, auf dem ehemaligen, wo wir gewohnt haben. Ne? Deswegen nostalgischer Zwischenstopp heute. Guck dir das an, das Böckle, und schnell ist es trotzdem. Es fährt auch über 100, es reicht. Du bist das schönste Böckchen der Erde. Warte mal, wenn ich dich lackiert habe, du wirst so ein hübsches. So, jetzt weiß ich noch ganz genau, wo die Halle war. Hier haben wir das letzte Mal angehalten, ziemlich weit außerhalb. Ne? Da steht noch ein Rager, da wären eventuell Lichter gewesen.
Nee, du musst weiter durch. Das war ja hier das Hauptgebäude, ne? Katana hast du? Ja, komm hier, machen wir kurz Stopp. Zack, raus, Katana in die Hand und ab dafür. Schwupp. Ich freue mich gerade voll, dass wir mit dem... Ah ja, das Einzige, was halt sein wird, er wird verstrahlt werden die nächste Zeit. Ach, guck mal, da stand auch ein Wolfswagen. Vielleicht montiere ich die Lichter gleich noch ab. Hallo? Gut, aber das war ja der Ort der Freundlichen. Von wegen, Alter. Ich wollte gerade sagen, das war der Ort der freundlichen Zombies, weil die geklopft haben. Ich konnte mich noch nicht mal ausreden. Ey, Bömbi, der hat dich erwischt, gell? Ja, aber guck mal, wie schnell der Bömbi mittlerweile aufheilt, ne? Junge, Junge, die Säcke. Bin gut erschrocken gerade. Ich habe gar nicht damit... Waren die damals auch schon drin? Hier, guck mal, Bömble. Der Richard, Richard sein Käse. Jetzt wird's. Gleich mal einen Fetzen gönnen. Junge, haben die mich jetzt erschreckt hier. Rein, raus, Aktion. So, auf geht's. Eine Reihe, habe ich gesagt. Vielleicht machen wir auch zwei Reihen. Hier, die waren doch auch alle voll, ne? Ah, wieder ein Käse. War der Richard sein Käse, der Gute? Oder war das der nicht? Ne, das war, der war nicht so der Geile hier, der Richard Käse, ne? Aber ist egal, ich nehme den trotzdem mit. Wir haben einen Kühlschrank. Zack. Ein Richard Käse noch und dann gucken wir mal, ob wir von dem anderen noch welchen finden. Aber das sind immer dieselben Eimer, gell? Bömi, wieso nimmst du den nicht mit, wenn du eh reinguckst? Weil im Richard sein Käse scheiße ist, sagt er. Liegt da eine Gasmaske? Ja, die können wir doch verkaufen dann. Haben wir hier überhaupt den teuren Käse bekommen, Leute? Oder ist es der teure und ich weiß es nicht mehr? Das war es eigentlich schon. Mehr wollte ich hier gar nicht holen. Das war für mich das große Ziel, was diesen Spot angeht. Dass mich die Jungs so erschreckt haben. Ey, machen wir, vielleicht ist er da drin. Je. Nee, dann ist es ein, das ist der gute, den wir haben. Das ist der Billigkäse hier. Der beim Händler auch bloß ein Huni kostet. Ich nehme trotzdem mal mit. So guckt er das an. Und der bleibt jetzt auch eine ganze Weile frisch. Dann Kühlschrank. Und gerade so für zwischendurch, wenn du keinen Bock hast zu kochen. Wann kochen wir, gell? So, das war's. Können wir wieder raus. Nimm den Katana in die Hand. Der kommt ja bestimmt noch mal welche. Und bauen wir kurz die Lichter noch ab von dem Auto. Gibt auch gut Knete. Bömbi, das ist die Stoßstange. Ich wusste gar nicht mehr, dass hier einer stand mit Motor. Frontlight left. Frontlight right. Ohne Lichtmaschine. So. Und die hinteren Lichter und schon haben wir wieder Knete. Falls kein Lootjob mehr drin ist heute, das weiß ich nämlich noch nicht genau, ob das reichen wird. So. Naja, das sind doch auch bestimmt 2.000, 3.000. Ich weiß gar nicht, was die Lichtmaschine kostet, wenn ich sie verkaufe. Oder wie viel. Haben wir alles? Jupp. Tschüssing. Adjössle, Sprössle. So, nächster Punkt. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, doch, ein bisschen Küste können wir gemeinsam fahren. Ich würde sagen, hier so das Stückle Weg fahren wir gemeinsam und dann blende ich wieder ein bisschen, sodass wir heute auch noch zum Flugfeld kommen. Flugfeld könnte eventuell eine richtige Nummer werden, weil nostalgischer Stop, wir haben ja mal gewohnt vor einigen Staffeln oder vor einer. Zweiter Punkt, tanken. Und wenn wir Glück haben, findet man einen Fallschirm. Und davon mache ich jetzt einfach mal abhängig. Wenn wir einen Fallschirm finden, hallo, dann werden wir auch das Flugzeug noch zur Brücke fliegen die Tage. Dann haben wir das auch noch vor Ort, weißt du, wie ich meine? So, aber ich fahre uns erstmal zur Küste runter, damit wir noch ein bisschen Sightseeing haben. Jetzt überlege ich gerade, aber wenn jetzt hier nur ein Auto stünde, wo ich noch ein bisschen was abbauen kann. Was ist so, dass wir die Kohle halten, die wir jetzt haben? Hier sehe ich jetzt, ist das da hinten? Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Hier. Ey, Bimpi, wenn du jetzt westlich darüber fährst. Ist doch schon die Küste. Komm, wir fahren gemeinsam ein paar Meter, Leute. Ist ja wahrscheinlich der letzte entspannte Ausflug vorm verstrahlten Gebiet. Ja, aber du, Digga, wenn du jetzt hier fährst, dann musst du unten die komplette Ding ausfahren. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf.
guck mal, ob du hier abkürzen kannst. Da ist nämlich dieser Weg, den wollte ich eigentlich fahren. Da liegt das Auto da unten, das zeigt schon, was passiert, wenn man hier fährt. Guck mal wieder, wenn nicht, ist der Bock. Legt mich am Arsch. Komm, ihr genießen es ein bisschen, Leute. Ja, so jung, komm mal, nimm mal zusammen. Achtung, Wurzel. Mit dem auf die Motorradstrecke ist bestimmt auch witzig. Ja, das sind halt so geschlungene Pfade hier, da musst du. Oh, cool, cool, du hast abgebremst. Jetzt muss ich gleich mal orientieren. Fahren wir noch durch das Küstenstädtle gemeinsam, komm her. Ist ja auch nostalgisch, das war ja meine Ecke irgendwann hier. Ein bisschen weiter drüben. Oh, Bambi. Baumbi, Baumbi, ich nenne jetzt nur noch Baumbi. Ich meine, schrotten kannst du es trotzdem, auch wenn es ein recht stabiles Kistle ist hier. Das passt jetzt halt, finde ich, zu allem, dieses Böckle. Ich erinnere mich halt voll nicht mehr an diesen geschlungenen Weg. Ah doch, da bin ich doch schon ein paar Mal um die Spitze rum, ne? Leute, das ist das Auto für mich. Ich werde in Zukunft, das war aber ganz am Anfang, ihr erinnert euch, bevor wir den Rager geholt haben, habe ich schon davon geträumt, weil ich das ja auch spüre, ne, was mir gefällt. Ich muss aber ehrlich sagen, der Rager ist die Nobelkarosse schlechthin, der macht auch super Laune. Aber mit dem hier, das ist meins, das ist meine Welt. Guck, wie ihr Billardkugel verhält, dass ich, wenn gegen Baum kommst. So, ich würde sagen, sobald wir es mehr sehen, gebe ich uns noch eine Minute gemeinsam und dann mache ich die Blende unseres Lebens. Rüber zum Flugfeld, dann gruscheln wir da durch. Fallschirm wäre eine gute Geschichte, dann brauche ich ihn nicht kaufen für 7 Mille. Ne? Weißt du, wie ich mich gerade fühle? Als ob du im Urlaub bist, irgendwo im Landesinneren, so 20 Kilometer vom Strand weg, und du fährst mit dem Auto zu einem gemütlichen Ausflug am Meer und kommst immer der Küste Stück für Stück näher gerade, weißt du? So fühlt sich's gerade an. Und jetzt bist du da. Hier müssen wir gemeinsam einmal rumfahren. Das ist nämlich nostalgischer wird es nicht mehr. Da drüben stand mal meine Butze. Langsam bei mir. Einst war das der Eingang zu unserem Zuhause. Und genau hier stand sie, ne? Hier auf der linken Seite. Hier haben wir sie hingebaut damals. Bei den Datteln. Und da vorne war unsere Hauptwerkstatt. Wo wir immer noch hin sind. Wo waren die? Hier, wo das Metalltor ist, rechts. Oder diese Jalousien. Ach, schön. Und diese Staffel haben wir die Siedlung immer mit dem Boot besucht, meistens. Ne? Jetzt hoffe ich, dass ich da hinten rauskomme. Ja, da ist der alte Mech, Leute. So. Nächste Blende ist praktisch, wenn ich aufs Ding zufahre, ne? Ich muss nur gucken, wo da der Weg war. Ja, wenn ich auf den Flughafen zufahre, auf den kleinen privaten. Für alle, die früher schon dabei waren, nehme ich das jetzt mit rein. Leute, ich fühle mich so wie damals. Das waren ja die Wege, die wir immer wieder gefahren sind. Vorne ist irgendwo noch ein Bunker. Da sind wir meistens das Sträßle hier zu unserem Flugplatz auch gefahren. Ich genieße das gerade tierisch schon wieder. Wie das in einem drin sitzt halt, ne? Da war Werkstatt. Ne, guck mal, dieses Stückle Straße jetzt hier, huber. Da ist, glaube ich, der Bunker, oder ist er da gewesen? Kann auch sein. Auf jeden Fall sind das die Wege, die damals zu unserem Zuhause geführt haben und von unserem Zuhause weg in Richtung Lutrunden. Und hier ist auch die eine Aktion, wo der Bömble damals aus dem Schneegebiet ankam. Nicht weit von hier. Da habe ich mich auch über Fahrrad gefreut, glaube ich, damals, gell? So, sind wir gleich da. Und dann schauen wir mal, ob wir einen Fallschirm finden. Das wäre natürlich der Renner. Sicher, wir könnten uns den auch kaufen. Mittlerweile können wir alles über Geld regeln. Aber es macht halt aber auch schon mehr Laune, wenn man sich sparen kann. Weißt du? So, jetzt muss ich selber kurz gucken. Kampor. Ne, dann ist das eher eine kleine Siedlung, ne? Wir müssen aber nördlich, südlich, Bömble. Dann ist Kampor wahrscheinlich der Name von dem Ding, ne? Jetzt sind wir richtig. Da ist ja dann das Flugfeld da hinten irgendwo. War da eine Siedlung vorne dran? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Schöne ist, dass der Bock dasteht und wir werden den auf jeden Fall lackieren. Wir werden den aufwerten. Die Kohle dafür haben wir. Hallo Kampor.
Ich grüße dich, Kambolle. So, jetzt muss ich gucken. Ich glaube, wir müssen rechts hoch, gell? Jo, da stand er aber eher viel. Hier sind wir auch schon mal an den Autos. Da haben wir irgendwas gebraucht. Dann haben wir alle Autos durchsucht. Außerhalb. Wir werden allerdings, die Tankstelle ist nicht ganz voll, ne? Da werden wir wahrscheinlich den Bock nicht ganz voll kriegen, aber das macht nichts. Ja, das war mein altes Zuhause. Das war in der Staffel, als die Flieger reinkamen. Haben wir uns hier niedergelassen irgendwann. Da hinten ist ein Zombie, so wie sie es gehört. Schön geparkt hast du. 375 Kraftstoff passen rein. Oder sind in dem Ding drin? Ich weiß jetzt nicht, ist es dann voll? Ich guck. Ne, ist nicht ganz voll. Aber fast. So, den mache ich weg. Dann habe ich da schon mal meine Ruhe. Ey, waren hier nicht außer Türme? War der auf der anderen Seite hin? Ob ich mir den erwischt habe, aber von hier nicht, ne? Wieso ist denn der so weit weg? Das ist ja eher ungewöhnlich. Hast du was gemacht? Nee, ne? Ja, da bräuchte ich jetzt Hilfe noch. Du, dann lass den doch. Wir willst ja hier auch bloß gucken, geschwind, ob wir ein bisschen Loot finden, ne? Also hier war es schon schön zu wohnen, muss ich ganz ehrlich gestehen, ne? Das brauche ich jetzt nicht, ne? Nägel brauchen wir auch nicht. Draußen liegt nichts, auf den Stuhl setzen brauche ich mich auch nicht. Hier war meistens ein Fallschirm mal drin. Gut, die würde ich eventuell mitnehmen. Soll ich kurz ausladen, Bömpler? Ich lade kurz aus. Was hast du denn jetzt gemacht? Den ziehst du aber ab. Du bist jetzt im Coolheitsstatus schon darüber hinaus. Komm, wir laden kurz aus, machen wir das gemütlich durch, das Ding, sogar soweit wir kommen. Die nächsten Ausflüge werden ja wahrscheinlich dann eher ohne Loot laufen. So, Bambi, das machst du jetzt einmal hier rein. Das auch, die Kappe ziehst du auf, der Helm rüber. Da würde ich gerne einfach hier so hochfahren und markieren, weißt du? Das wäre Träumle. Gut, aber... So ist es halt. Den bringen. Habt ihr was gehört? Den Käse bringen wir natürlich heim, weil wir müssen uns ja eh noch vorbereiten, ne? Die kannst du auch rüber machen. Wieder rein, dass ich es nicht vergesse. Und weiter geht's. Du, solange der da hinten rumläuft, stört er uns ja nicht. So, die Seite haben wir soweit. Die Kiste. Lag da was? Nee. Da, das da weiß ich doch, den hast du auch durchsucht. Mach den roten als nächstes. Lass das Zeug, brauchen wir nicht. Toastbrot hat uns schon mal einen Arsch gerettet. Schmerztabletten können wir mitnehmen, die lasse ich ungern liegen. Nimm ihn mit. Ist ein Vierer. Oh! Die Pilotenjacke. Die macht mich jetzt gerade, die nehmen wir vielleicht auch noch. Hier. Aber kein Fallschirm bis jetzt, gell? Vielleicht gibt es die nur noch an den großen. Vielleicht gibt es die nur noch an den großen Flugplätzen, weißt du? Und was ist mit dem Zombie, der hier immer spawnt normalerweise? Papa ja auch nicht. Gut, ich weiß nicht, ob es hier... In den Kisten gibt es eher so Bolzen, ne? Ich glaube, die braucht man nicht alle durchsuchen. Ziegel brauchen wir auch nicht. Hier oben einmal einen Blick. Aber ich glaube, wir hatten hier damals auch Schraubendreher gefunden. Grillrost hast du. Okay, ich meine, die liegen zu lassen, wäre ja doof. Sag mal, ist das ein Safe hier links? Wenn, können wir nichts damit anfangen. Oder hier ist nochmal die Chance, glaube ich. Nee. Zumindest war es mal so, dass da welche drin waren. Auch. Schon eine Weile her. Das interessiert mich jetzt auch nicht.
Nö, also ich sehe hier keinen. Jetzt gehen wir noch kurz ins Büro und dann sind wir auch schon fertig. Guck mal kurz, ob der Kollege hier irgendwo ist. Ich sehe keinen. Machen wir erstmal hier. Naja, aber der Smartphone-Akku brauche ich jetzt auch nicht. Hier ist nichts. Einmal kurz die Umgebung checken. Hier haben wir damals in diesen Regalen haben wir immer Schuhe gefunden. So komische Sneaker waren das. So Chucks, glaube ich. Eine Säge. Was ist denn das? Ein Schwimmer. Brauchen wir aber auch nicht. Hammer. Du, soll es nicht sein. Was soll's? Ist auch nicht schlimm. Können wir uns immer noch überlegen, wenn wir noch Bock haben, kann man sich ja nochmal so einen Fallschirm kaufen. Fertig. Schraubendreher, da brauchen wir jetzt auch nicht. Nö, ist alles okay. Das war's für mich. Wir könnten. Doch, warte mal, da hinten war doch noch ein Lager. Mit dem haben wir auch immer ziemlich fette Sachen gefunden. Hier, das da, das war doch so ein kleines Lagerabteil. Mal kurz gekoppert. Masken. Jetzt weißt du, wo sie die Masken gelagert haben. Oh Mensch, Baby, Blaubeere. Ist jetzt auch nicht so oft passiert schon. Hat er jetzt seinen Katana wieder da rechts abgelegt? Hallo? Diesmal habe ich es aber gesehen. Prädestiniert der Moment, um es zu vergessen. Okay, wir haben unser Glück versucht. Jetzt die Entscheidung soll der Bömble treffen, ob er den Flieger unbedingt auf der Brücke braucht. Und wir ziehen jetzt weiter. Ich kann ja gucken, ob ich nochmal einen Schluck Benzin reinkriege. Und dann fahren wir weiter Richtung Händler und dann machen wir unser Auto heute noch hübsch und dann geht es in die Vorbereitungen fürs Schnee, fürs verstrahlte Gebiet. Oder möglicherweise richten wir alles morgen und fahren dann aber auch schon morgen los. So, hier sind wir. Habt ihr raus mitgekriegt, wann das. Ich überlege, ob wir den mitmachen geschwind. Ich meine, unser Ziel ist ja danach eh zum Händler, ne? Müssen denn die Zombies schon da sein? Der steht ja noch nicht unten, der Loot Drop, ne? Das müsste ja gerade eben erst passiert sein. Genau westlich von uns, Leute. Den machen wir noch mit, dann machen wir morgens Auto. Wir müssen ja auch gleich kämpfen. Hast du ein Magazin drin in deiner Lieblingswaffe? 27 Schuss. Die dürften reichen. So, den Schraubendreher nehme ich. Die Dietrich-Box nehme ich. Doch, da unten sind sie, glaube ich. Wäre ja doof, wenn wir den stehen lassen. Komm her. Möglich, dass ich ihn getroffen habe, wenn wir gleich sehen, wenn er an den Köpf kommt. Was ist denn das da oben? Ja, ich sehe hier nicht alle. Es waren drei, ne?
Ich weiß nicht, wann die Meldung kam, aber ich nehme an, das Ding kommt jeden Moment jetzt dann runter. Ich fahre mit dem Auto näher hin, dann pulle ich die letzten durchs Geräusch, denke ich doch mal, oder? Wenn wir 3 Stück haben, sind es ja maximal noch so um die 4. Wenn überhaupt, ne? Ist ja auch immer unterschiedlich. Jo, also, dann haben wir den Loot-Shop heute noch mit. Wer weiß, was drin ist? Wer weiß, was drin ist? Mir ist nur wichtig, Bambi, dass jetzt. Wieso macht er das jetzt hier mit dem Scheißding? Katana habe ich. Bogen habe ich. So Leute, ich warte jetzt, bis der runterkommt. Dann schneide ich euch nochmal dazu. Oder wollen wir kurz das Stückle weiter vorfahren? Ich glaube, ja, wir wollen. Ich liebe das Geräusch, wenn es abgeht. Ist unser Ziel trotzdem der Händler heute. Aber. Wir werden dann zwischen heute und morgen alles besorgen, was wir brauchen, der Bömbi und ich. Und dann machen wir morgens das Auto klar, fahren wir heim. Dann holen wir die Kiste mit dem Strahlenschutzanzug, mit dem Tape und mit dem ganzen Zeug. Wenn uns dann noch was fehlt, gehen wir noch einmal zum Händler, da kommt er gerade. Vielleicht waren es nur die 3 Zombies, ne? Ja, ich kann ja trotzdem auf der Hut sein. Wie viel hast du denn hier noch drin? Jo, die ist voll. Ja, genau in dem Gebiet. Also die Zombies sind tatsächlich dann vor dem Loot Drop immer da. Ich fahre noch ein Stückchen näher hin. Ja, schöner wird er nie abgestellt. Alles gut. Da ist einer. Ich glaube, ich kann die letzten mit dem Katana machen, oder? Wobei, wenn es sich so anbietet, wäre halt blöd. Einer ist bestimmt noch irgendwo. Einer muss ganz nah sein und einen sehe ich noch da unten. Hast du? Rechts von dir ist noch einer. Waren es doch mehr als gedacht. Einer ist noch. Ich sehe sie nicht. Leute. Ist die in dem Baum? Die sind im Baum drin, oder? Ah, da oben! Also sie ist nicht drin, aber. Klatsch. Mein Bömble. So, auf geht's. Schön. Schöne Abwechslung immer, finde ich, zum normalen Alltag. Bambi.
4 Dietriche hatten wir. Fertige, ne? Das heißt, 2 muss ich noch rausholen. So. Schöner Abschluss. Dann haben wir auch genug Geld und alles, weißt du? Dann haben wir ein richtig schönes Spielständle mal. Gut, im verstrahlten Gebiet werden wir jetzt nichts brauchen, geldmäßig. Cool, das war's. Kiste ist auf. Wow, AK-47 Magazin. AK-15 Schalldämpfer. Guck mal. So, zum Schluss haben wir noch die AK-47. Die ist ja bestimmt in einem der Schränke drin, oder? Hier noch ein bisschen was für den Kühlschrank. Hier ist die AK drin irgendwo. Okay, doch nicht. Die nehmen wir natürlich jetzt mit. Das hier brauche ich nicht unbedingt. Obwohl, wenn wir jetzt eh verkaufen gehen, kann ich es auch mitnehmen. Autobatterie. Lichtmaschine für die Leica, wie gut. Was haben wir? Cool. Und letzter. Geil, komplettes Set halt, ne? Ja, ist doch okay. Hat sich gelohnt. Also das Zubehör für die AK-47 gebe ich natürlich nicht her. Wer weiß, wann wir mit der mal wieder on Tour gehen. Wer weiß, wie es am Ende sein wird hier mit den Einstellungen zur Horde und so. Vielleicht kommt ja das Spawnverhalten von den Zombies nochmal ganz anders in Wallung, weißt du? Aber diese Nahkampf, vor allem hey, 3 Schachteln Muni, ist ein Traum, ne? Zumindest von der Muni. So, dann würde ich sagen, wir fahren aber noch hier gemeinsam weg gleich. Ich will nur eben die Hand, wie nennt man das? Sind das Nahkampfwaffen, der Hammer und so? Oder Werkzeuge oder beides? Super Geschichte, hat sich super gelohnt, ein paar Zombies noch gemacht. Freue ich mich. Schön, jetzt bin ich happy. Auch dieser Ausflug, das Auto, sind ja immer so Themenausflüge gefühlt, die Autos holen, ne? Auch der war richtig schön. So, guck dir das an, das Ding ist komplett ausgeräumt. Kein Dietrich zu viel gebraucht, alles gut. Schön. Ich überlege gerade, ob ich die Magazine doch verkaufe, weil ich habe ja die fetten großen, was will ich mit den kleinen Magazinen. So, der Händler ist unser Ziel. Fahren wir jetzt so nah wie möglich ran. Rest mache ich dann auf morgen, sodass wir morgen beim Händler das Auto richten. Dann geht's heim. Vorbereitungen, Strahlo. So, ich hoffe, ich habe alles. Ich habe meinen Bogen, ich habe die Geschichte, ich habe meine Handgun. Ja, das sieht gut aus. So, Bambi, von hier aus der Weg nach Norden. Komm, wir fahren noch, bis wir auf die Straße kommen. Wo alter schlittert der gerade? Schöne Runde. War sehr, sehr entspannend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Meine Lieben, da sehen wir uns morgen. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid, was auf uns wartet. Wenn alles cool läuft, können wir morgen aufbrechen. Zumindest schon mal bis zum Randbezirk vom verstrahlten Gebiet. Geigerzähler müssen wir mitnehmen. Wir müssen halt alles überprüfen. Melonen muss ich noch kaufen. Denk mal, dass wir das alles hier beim Handy erledigen, den wir jetzt anfahren. Dann können wir daheim einfach vielleicht die Kisten umräumen. Dann mache ich eine kleine, vielleicht räume ich auch kurz auf, mache eine Blende, eine Aufräumblende. Ja, das ist der Küstenweg, den fahre ich jetzt, getankt haben wir ja. Dann sehen wir uns morgen wieder. Nächstes Kapitel. Freue mich auf euch. Bis dann.